Plot-Twists sind super. Zumindest, wenn sie nicht gezweckt sind. In diesem Video werde ich euch erstmal erklären, was sind Plot-Twists und dann Filme erwähnen, die einen Plot-Twist haben. Das heißt, es kann auch etwas gespoilert werden. Also, wer auf jeden Fall nicht die Namen von den Filmen wissen möchte, die einen Plot-Twist haben, der sollte lieber dieses Video meiden. Den restlichen sage ich Hi und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Doch was genau sind überhaupt Plot-Twists? Plot-Twists sind überraschende Wendungen, die man meistens überhaupt nicht erwartet. Oftmals wird die Handlung sogar auf eine andere Stufe gehoben. Heute reden wir über genau 6 Filme, die einen Plot-Twist haben. Nämlich Fight Club, Psycho, Arrival, Star Wars Episode 5, Batman v Superman und From Dusk Till Dawn. Ich werde euch nicht viel über die Handlung sagen, das kann man noch in einem anderen Video machen. Nein, denn heute geht es nur um die Plot-Twists, beziehungsweise wie gut diese sind. Fangen wir mal mit dem ersten Plot-Twist an, der auch mein persönlicher Lieblings-Plot-Twist ist. Und dieser ist in Fight Club zu finden. Gentlemen, willkommen im Fight Club. Die erste Regel lautet... Wow, ich übe. Ihr werdet nicht über den Fight Club reden. Ist das ihr Blut? Wenn ihr Fight Club kennt, könnt ihr genau verstehen, was ich meine. Was ich anmerken muss, Fight Club ist mein Lieblingsfilm. Und das wäre vermutlich auch, wenn dieser Plot-Twist gar nicht da wäre. Wer Fight Club noch nicht gesehen hat und überhaupt noch nicht weiß, worüber ich gerade rede, der holt das jetzt bitte sofort nach. Jetzt, sofort. Pausiert das Video und guckt ihn euch sofort an. Very, very pissed off. Dieser Film ist einfach mein Lieblingsfilm. Und durch diesen Plot-Twist wurde dieser Film einfach noch besser, was einfach unglaublich ist. Gut, dann ab zum nächsten. You know, if it's the first place that looks like it's hiding from the world, I think that... Wer Filme liebt, hat sicher auch schon Psycho von Alfred Hitchcock gesehen. Und du weißt dann sicher auch, worauf ich hinaus möchte. Psycho war zu der Zeit schon legendär und auch seiner Zeit schon voraus. Und hat heutzutage an seiner Wirkung nichts verloren. Denn der Plot-Twist ist grandios und jeder muss diesen mal gesehen haben. Das war's dann auch schon. Ab zum nächsten Plot-Twist. Ja, das war kein Traum. Was passiert jetzt? Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott. Arrival ist einer der besten Sci-Fi-Filme des Jahrtausends und ist fast auf einer Stufe mit Odyssee im Weltraum von meinem Lieblingsregisseur Stanley Kubrick. Doch der Plot-Twist ist meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar. Hergezweckt und ohne ihn wäre der Film für mich besser gewesen. Das kann ich nur dazu sagen, denn ich habe den Film geliebt bis zu diesem Punkt, denn ich finde ihn einfach unrealistisch. Naja, zumindest führt er zu einer Situation, die nicht realistisch oder gut geschrieben ist. Im Nachhinein ist der Plot-Twist sicher ganz nett, aber trotzdem hat der Twist mehr geschadet als gut getan. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis und willkommen zu dem bekanntesten Plot-Twist aller Zeiten. I am your father. No. Man muss sich mal vorstellen, wie das damals im Kino gewesen sein muss. Heutzutage können wir die Faszination des Plot-Twists zwar nachvollziehen, aber wir haben ihn nicht erlebt und das tut schon weh. Aber in Star Wars 8 wird es sicher auch einen Twist geben und da sind wir dabei. Öffnet den Champagner und lasst uns auf The Last Jedi hoffen. Also, ich denke, das wird gut. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare und checkt das Trailer-Analysen-Video aus. Batman wie Superman. Hab ich schon mal gesagt, dass ich den Film echt nicht mag? Es liegt nicht an Ben Affleck, denn er ist ein Super-Batman, das muss man ihm mal zugeben. Es ist nicht Lex Luthor oder Superman. Es ist das große CGI-Massaker, was gegen Ende gar nicht mehr so toll aussieht, die doofen Sprüche und vor allem liegt es an dem Martha-Moment. Es ist grausam und vielleicht der schlechteste Plot-Twist, den ich jemals gesehen habe.
Vielleicht habe ich auch schon zu viel gesagt, aber ich mag den Film echt nicht gern. Das muss jetzt auch mal hier raus. Twist ist dumm und als das kam, dachte ich, haben sie jetzt nicht getan. Oder nicht, weil es krass oder genial war, sondern weil es dumm ist und man denken könnte, dass es ein Sechsjähriger geschrieben hat. Also tut mir leid, falls ich irgendwen verletzen sollte, aber ich mag den Film echt nicht. Sorry. Aber wie schon gesagt, Suicide Squad ist cool. Und zum Schluss, willkommen zu From Dusk Till Dawn, die den vielleicht größten und krassesten Plot-Twist aller Zeiten haben. Be cool. You be cool. Somewhere in the middle of nowhere. Low profile. You understand the meaning of the words? Low profile? Sure. Dieser Film nimmt keine 180-Grad-Drehung, sondern eine 1800-Grad-Drehung. Informiert euch nicht über diesen Film und guckt ihn einfach. Der Film ist an sich schon ziemlich toll, was sicher auch an der schlecht genialen Performance von Meister Tarantino persönlich liegt. Ich meine, er leckt sogar einen Fuß, was witzig ist, da er einen Fußfetisch hat. Und ich glaube, ich weiß, dass ihr jetzt ziemlich überzeugt seid, diesen Film zu sehen. Also guckt ihn einfach und lasst euch von diesem genialen Plotfest überraschen. Was ich mit dem Video eigentlich sagen wollte, ist, dass ein guter Film, der braucht keinen Plotfest. Aber aus einem schlechten Film kann sicher ein netter Film werden, wenn er einen guten Plot-Twist hat. Ich persönlich lieb hasse Plot-Twists, da manche Filme einfach zu viel darauf setzen. Aber am Ende freuen wir uns doch über jeden, den wir sehen dürfen. Denn wer liebt dieses Gefühl nicht, dass man nicht weiß, was gerade abgeht und man einfach denkt, ja, das gefällt mir. Das macht alles interessanter. Und damit, gute Nacht.